Zunächst stellt sich einmal die Frage, wo soll dieses erste Date doch stattfinden? Ja, also da würde ich das Kaffeehaus empfehlen, ein lockeres Lokal. Je nach Wetterlage kann man auch einen Spaziergang durch den Park machen oder mal ins Museum gehen. Gehen Sie bitte nicht gleich ins Haubenlokal mit einem Fünf-Gänge-Menü, das überfordert den anderen. Machen Sie das ganz ungezwungen. Kleiden Sie sich auch so, wie Sie sich sonst kleiden, und sind Sie bitte auch einfach so, wie Sie auch sonst sind. Ja, also mit Natürlichkeit und authentischem Verhalten punktet man immer, und schauen Sie mal, lassen Sie sich mal die Dinge auf sich zukommen, stellen Sie offene Fragen, ja, dass der andere nicht nur mit Ja und Nein antworten muss. Versuchen Sie auch neugierig mehr Informationen über Ihr Gegenüber zu bekommen. Vielleicht gibt es da ein paar Gemeinsamkeiten, Gegensätze. Schauen Sie mal, wo die gleiche Welle sozusagen ist. Überlegen Sie aber auch beim ersten Date, wenn Sie das Gefühl haben, das passt jetzt doch nicht so toll, wie Sie da wieder rauskommen, und das bitte möglichst auch höflich und dem anderen gegenüber wertschätzend. Ja.